Ja, Werner, du wirst es nicht glauben. Na, du schon, aber zu Hause werden sie es nicht glauben. Es ist 20 Minuten nach Mitternacht. Hey, na, und die Gösen sind da, ja, bist du da nicht? Herrlichstes Wetter, du wolkenlos. Kein Wind geht oder die Leute sagen, das gibt es da normalerweise gar nicht. Also jeder, der bisher hier oben war, sagt, du, der Föhn bei uns, das ist ein Klacks gegen die Winde, die herumgehen. Weg wieder retour Richtung Finnland und Schweden. Haha! Juhu! So, Werner dankt in Kirkenes. Zuerst sagt er, er guide uns zur Fueling Station, nicht? Und dann lasst er mich rollen rauf. Ja, Werner, Oma Nemi, Santa Claus, lebt's hier. Ja, hallo. In Örnsköldsvik, Sweden. Was sagst du denn dazu?
tief hinter uns gibt es das ja. So ist er, where are we now? I can't find it. Das war ein Flug jetzt von der Zungenbrecher wieder. Örnsköldsvik bis Sundsvall. Und gelandet sind wir jetzt um 10:30 am Abend. Also 22:30 Uhr. Was sagst du dazu? Wahnsinn. So, willkommen in der Flugschule Sundsvall. Hier haben wir übernachtet vom 1. auf den 2. Juli. Das ist super Unterkunft. Und der Herr Nüberg hat uns das Ganze möglich gemacht. Wir sind in Ålesund, wie man das ausspricht, Ålesund in Norwegen.
und das freut mich insbesondere, ganz besonders, weil ich vor einigen Jahren ja da war und eine Segel-Tourenski-Woche erlebt habe, bei herrlichstem Wetter, und das alles schon, das ist in bester Erinnerung bei mir. Und jetzt bin ich wieder da, mit dem Werner Sitter. Wir sind gerade in Christiansand gelandet, nicht zu verwechseln mit Christiansund, aufpassen. Ein wunderbarer Flug, eine Gebirgswelt, also ein Augenschmaus, kann ich nur sagen. Ja, also man muss wirklich sagen, unsere Alpen, wir glauben, unsere Alpen, das ist ein Gebirgsstock, das ist ja gar nichts, das ist ja ein Lapperl, bitte. Sie werden ein Traum, den wir ich schnarch. Ein Wahnsinn mit dir. Wie spät haben wir es jetzt? Mal schauen gehen. Naja, 6:30. Also langsam aufstehen. Und heute geht's weiter. Richtung Not.